Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde The Infected. Schön, dass ihr da seid. Freue mich. Wir haben das letzte Mal ein bisschen neues Equipment hergestellt. Wir haben jetzt eine Armbrust und ein paar Bolzen. Damit könnten wir streng genommen jetzt schon mal auf Krokodiljagd gehen. Allerdings weiß ich auch nicht, wann hier die nächste Welle ansteht. Da würde ich dann vielleicht bei Bedarf einmal abwarten, bis die nächste Welle da ist, bevor ich hier irgendwas Komisches tue. Weil ich wurde ja von den letzten Horde-Ereignissen doch schon mehrfach ein wenig überrascht, will ich sagen. Und das würde ich gerne anders geregelt haben. Ich habe noch Bretter im Inventar, okay. Ah, ich habe die Holzschalter schon überall reingepackt. Cool, dann lass uns doch mal unsere... Ja, lass uns doch ein paar Wände bauen. Ich habe anscheinend was vorbereitet. Bin begeistert. Na ja, auf der Session. Ist schon wieder eine Woche her. Weißt du gar nicht mehr, dass ich mir selber was vorbereitet habe. Ich bin ja begeistert. Und noch mehr Bretter. Oh. Ui. Bin ich überladen. Ist das ein Problem? Ah, okay, es ist lästig. Gebe ich zu. Ich muss mal kurz was am Überladen ändern. Oh, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Weiter geht's. Geil! Ich mag es, wenn das so schnell geht. Ist ja geil. Oh. Bretter leer? Schade. Ah, ich habe oben links gerade noch meine MSI Afterburner-Zahlen an. Kommt von der Arc-Aufnahme eben. Ich musste ein bisschen was am Grafikkartentakt rumspielen, bis das Spiel lief. Und zwar streng genommen musste ich sie um ein paar hundert Megahertz runtertakten. Arg mal wieder. Sehr spezielles Phänomen in diesem Spiel. So. Dip, dip, dip. Oh. Machen wir das Ding gleich mal fertig hier. So, und go. Können wir auch gleich mal eine Runde schlafen. Unsere Energie geht nämlich ein wenig zur Neige. Das Tageslicht geht zur Neige. Und wir könnten mal ein bisschen Protein gebrauchen. Hey. Fertig. Entspannt. Warum nicht gleich so? Ja, ich glaube, mein Hauptproblem war, dass ich jetzt noch ganz viel Aluminium und Eisen brauchte, bevor wir irgendwas Tolles Neues machen können. Oh. Guter Mike. Auf jeden Fall können wir so eigentlich auch direkt eine Decke oben draufsetzen, oder? Das läuft ja... Begeistert, wie es läuft. Auf jeden Fall müssen wir mal ein paar Frösche jagen. Ich habe sonst nicht so viel mit Protein am Hut gerade. Komm, nächste auch noch. Eins, zwei, drei, vier. Nice. Dann habe ich irgendwo einen Frosch rumfliegen, rumhüpfen. Da. Habe ich vielleicht sogar was schon fertig in der Tasche, wenn ich so mit Vorbereiten beschäftigt war? Nö. Schade aber auch.
Yummy, yummy, yummy. Froschfleisch. Wow. Stich auf die tote Möwe. Einfach noch ein. Ich hab noch den Wolf, da sehe ich gerade. Stimmt. Den könnten wir uns schlachten. War nicht mal so eine schlechte Idee. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier unseren... definitiv nicht verwesten Wolf, weil die Kofferraumklappe ist sehr... was soll ich sagen? Konservierend. Nice. Muss ich mir jetzt hier die Hände waschen? Bestimmt, ne? So, du könntest hier auch tatsächlich noch mal ein bisschen Feuer gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Mir fällt auch gerade ein, ich wollte so einen Wasserbehälter machen, wo es reinregnet, damit ich hier nicht immer zu dem Wasser im Berg zurücklaufen muss. Das könnte ich vielleicht auch jetzt mal tun. Da wir jetzt hier gerade eh hauptsächlich damit beschäftigt sind, darauf zu warten, dass die nächste Horde hier auftaucht, könnten wir uns auch noch einen Wasserbehälter hier hinsetzen. Ich muss nur mal kurz schauen, wo der war und wie er hieß. Sonstiges? Wasserbecken. Einfach nur 6 Bretter. Wow. Da kann ich auch 2 bauen. Was soll der Geiz? So, habe ich hier tierisch schon ein paar tolle Sachen. Perfekt. Schlafen wir jetzt? Wir haben noch die Energie. Wir werden aber auch gleich noch schlafen. 6 Bretters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Und da regnet es jetzt rein, hoffe ich mal. Und dann brauchen wir nicht immer in die Höhle laufen. So, da muss noch Wasser reinlaufen natürlich. Und schon sehen unsere Werte wieder echt gut aus. Ich könnte gut was trinken, sehe ich gerade. Das sah nämlich nicht ganz so gut aus. Und da kann man hier wieder nachlegen. Ah, geil. Der Wolf hat sich gelohnt, dass wir ihn aufgehoben haben. Ist ein guter Moment dafür gewesen. Oh, ich habe hier auch noch sauberes Wasser drin. Oh, ist ja nice. So. Dann haben wir das geregelt. Wir haben jetzt irgendwie Wände oben drauf. Da ist noch ein Frosch, komm. Flop. Ja, einfach nicht trifft, ne? Schlimm. Hey! Was ist da? Es wäre echt schlecht, wenn so eine Hordewelle jetzt kommt bei der Trefferquote. Gut, das ist etwas einfacher zu treffen als die hier, also das wird schon irgendwie passen. Aber so an sich, upsi. So. Dann schauen wir mal, dass wir noch mal ein bisschen Eisen machen. Hier dürfte ja noch nicht so viel wieder reingekommen sein. Hält sich in Grenzen. Hopp. Den hier wollte ich haben, ne? Die 20 Eisenbarren für ihn sind das Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber wir haben ja hier noch. Anscheinend kann ich nicht mal bis 10 zählen. Ist Kohle? Richtig hier? Wo habe ich die jetzt alle? 20 Eisenbarren brauchen wir. Hier sind schon mal 10. Können den bauen. Oh. 6 Mechanikteile. Zwölf Elektrikteile.
Fünf Bretter? 1, 2, 3, 4, 5. Dann wird ja noch viel entspannter Eisen jetzt besorgen. Ich glaube, das ist auch der Grundgedanke, warum ich das Ding überhaupt hingesetzt habe. Kann sein, dass ich noch Kabel verbinden muss, damit das funktioniert. Ich habe sogar noch zwei Eisenbarren. Oh je. Oh, Regen. Oh. Klappt das? Sind die direkt voll zufällig? Lohnt es sich vielleicht mehr davon zu bauen? Wie das Gewitter schon wieder reinhaut. Ich liebe dieses Gewitter in diesem Spiel. Ich warte mal, bis einer voll ist. Und also ich zeichne einfach den nächsten schon mal mit an. Würde ja quasi das Wasserhaus sparen. Ah, drei Wänden reichen. So, du bist voll. Du bist leer. Reicht aus. Weg damit. Nice. Rote Leber kann man noch gut essen. Geht das Wetter? Das macht gerade richtig Spaß. Sauberes Wasser. Oh. Zum Beispiel unser Fläschchen. Das brauche ich auch nicht mehr rumschleppen. Das kann genauso gut irgendwo zu Hause in irgendeiner Kiste verenden. Ich habe hier eine unbeschriftete Kiste. Wie wäre es damit? Da haben wir hier Platz. Punkt. Pilze sind wahrscheinlich bei pflanzlich drin. Jo. Das nenne ich mal einen Hauch von Ordnung. Wo packe ich denn mal vergammeltes Essen rein? Hier unten liegt unsortiert. Also ich kann es auch einfach umcraften. Das ist ja kein Problem. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Zeiten verwendet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Danke. Genau, machen wir heute die Mühle fertig. Ist dann Folgenprojekt für heute. Wäre mit der nächsten Fuhre sogar schon machbar. Das machst du gut. Wir haben gespeichert 2000. Ich glaube aber, dass ich die noch mal richtig... Ich glaube, ich muss noch Schalter und so einen Spaß daran bauen, damit das überhaupt geht. Das ist hier war was. Boom. Stell ich die mal vielleicht hier drüben hin, sobald sie fertig ist? Brauche ich aber auch noch mehr? Das war hier mit dem Strom ganz merkwürdig gelöst. Merkwürdig, weiß ich nicht. Ich konnte es mir schon irgendwie herleiten, aber... Ich kann mir gerade vorstellen, dass der Schalter gar nicht not tut, wenn ich das Ding baue. Den ich im Übrigen falsch umgesetzt habe. Cool. Und nochmal. Platzierbar, Strom, Verteilerkasten. Genau. Passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, er nimmt den ersten und den letzten immer nicht.
So, 1, 2. 1, 2. 2 Kobalt und 6 Schrauben. Nice. Vorne noch ein Eisen. Nur noch ein Eisenbarren. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Könnten wir mal wieder ein paar. Ach, ich könnte mal ein Ziegel machen. Wir wollen ja später so oder so hier ein paar Upgrades machen. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich auch kurz Sand machen, aber hier kriege ich ja Sand als Nebenprodukt mit raus. Dass wir schon mal ein Lager voll machen mit Ziegeln, das wäre ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben ja einiges am Leben, das ist super. Auch gleich fertig. Dann haben wir einiges Geiles geschafft heute. Also, die Steinmühle kann nicht den ganzen Tag laufen. Dafür haben wir nicht genug Strom-Input. Aber wir haben ja die Photovoltaik und wir haben schon Speicher. Das heißt, einmal am Tag oder alle 2 Tage können wir sie mal ein bisschen durchlaufen lassen. Das wird schon gut. Das wird und ausreichen, hoffe ich mal. So, die 20 Barren hier sind fertig. Dann machen wir einfach noch mehr. Ich könnte mir oben ja schon mal eine Decke anzeichnen. So grob weiß ich ja, was ich hier möchte. Konstruktion, Decken, die da. Den Bereich würde ich aussparen wieder. Die. Da freut sich Mike, dass er wieder ein paar Sachen dazu holen darf. Könnte eigentlich auch hier hinten nochmal ein Türmchen dran setzen. Haben wir unten optisch ein Türmchen, wo vielleicht die Treppe dann nach oben ist? Dann könnten wir tatsächlich vielleicht schräg gegenüber auch noch so ein Türmchen machen. Der dann quasi nach draußen führt. Ich gehe schlafen. Meine Energie ist ein bisschen low. Bisschen. Dann holen wir uns doch mal hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Was für ein schöner Tag. Läuft alles. Überlegen, wie ich das Türmchen gestalten würde, das hier hinten. Das sieht man ja kaum von außen. Es hat die Überlegung, ob ich hier hinten an der gegenüberliegenden Seite vielleicht einfach nochmal so ein Türmchen mache. Und dort an die Treppe ins nächste Etage ist, dann wird das Ganze ein wenig unförmig. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde. Okay, ich mach's einfach. Dafür ist Mike leider viel zu zuverlässig beim Rohstoff ranschaffen. Das ist. Da bin ich nicht geizig genug für. Ah. Okay, vielleicht sieht das auch doof aus, wenn ich das gerade so richtig sehe.
Wir werden sehen. Ich muss kurz ein paar Bretter wegbringen. Sieht irgendwie komisch aus, aber ich würde es gern einfach mal ausprobieren. Und dann machen wir das mit dem Eisenbarren fertig. So, das hier ist definitiv Fakt. Dann könnte ich das Türmchen auch hier hinten dran setzen. Fragen über Fragen. Naja. Mit der nächsten Ladung ist das Ding fertig. Haben wir ein gutes Ziel für heute erreicht. Nicht, wenn ich einen Balken drunter setze. Irgendwas optisch stört mich dran. Boden! Was ist das denn? Lol. Okay. Gar nicht gesehen. Das ist cool. Spiken. Nicht vor und runter. Nee, lass das doch sein. Gefällt mir überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schade. So, kann ich die einfach anmachen? Nee, ne? Aber ich stelle dich mal hier hin. Holen wir mal kurz Kabel. Und den Reparaturhammer war das, oder? Habe ich überhaupt einen? Oh.
Vielleicht sollte ich mir mal einen Waffenständer machen. Dann kann ich meine Tools besser durchtauschen. Ha! Ups. 10 Bretter, 8 Nägel. Schaffe ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hätte ich es auch direkt von denen da reinräumen können. Jetzt ist wieder ein bisschen Energieverschwendung hier. Hätte ich auch das machen können. Egal. Oh, bringen wir mal was hoch. Bom. So, ich hätte gern Nägel. 8 Stück. Das tut's auch. Dafür. Bring die mal dahin. Und jetzt hätte ich gerne dieses Waffen hier, den Reparaturhammer. Verbesserungswerkzeug. Stock und Eisenbarren. Okay. Über meinen Stock. Erledigt. Bin mal gespannt. Die Steinmühle wird natürlich eine Menge Strom ziehen, aber vielleicht reicht eine Batterieladung ja für einen kompletten Durchlauf. Ist ja durchaus eine Option. Ich brauche noch einen Barren. Und dann würde ich das echt gerne in Betrieb sehen. Das ist so überflüssig, glaube ich. Aber wir behalten den. Ich mag Schalter. Ah, da hinten, da geht's doch gleich los. Einen für dich. Und mach ich die hier? Verbesserungswerkzeug, genau. Was? Die Mauskabel und Kabel zu löschen. Hä? Ach, das war ja richtig bescheuert gelöst. Ich konnte den Schalter ja in dem Ding zuordnen, ne? Jetzt. Mach die Ecke hier, komm. Mike, hab was Neues für dich. Das Steine holen.
da müsste ich ja jetzt wirklich super bequem einfach aus allem die Eisenbrocken rausbekommen, ne? Mike, ihr stellt sie auch extra vor die Tür, dann brauchst du nicht so weit laufen. Wo ist der zweite? Egal, ich mach an. Das dauert. Was sagt unsere gespeicherte Energie? Ja, gut. Erst tagsüber verbraucht das gar nicht so viel, weil wir 80 ja Input haben durch die. Einmal abspeichern. Genau auf euch habe ich doch gehofft. Nein, das nicht, das nicht, das nicht. Leute, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Geh weg! Hui! Hui! Bodywind, check. Nice. Das heißt ja jetzt, dass wir dann beim nächsten Mal uns vielleicht wirklich um Krokodilleder kümmern können. Auch schwierig. Ich bräuchte ja so einen guten Schlachtertisch vor Ort. Eieiei. Einfacher gesagt als getan, wollte ich damit jetzt andeuten. Ist was Neues geholt? Nein. 8 Eisenbrocken schon. Geil. Ja, wir brauchen so eine Schlachterbank da, weil sonst laufen wir uns dumm und dämlich. Und das muss ja nicht sein. Ja, extra mit Mike so weit laufen muss und das mache ich. Einfach beide leer und stell eine wieder rein. So macht man das doch, oder? Das ist Nächstenliebe. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, zack, 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 zack. Erze. Zack, 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 zack. Also Stahlbarren habe ich. Gut. Wissen wir jetzt aber fürs nächste Mal. Ich versuch's mir zu merken. Die nächste Aufnahme. Ich schaffe heute keine weitere Folge aufzunehmen, aber ist nicht so schlimm. Mache ich übermorgen. Kommt eh nur um 2-Tages-Rhythmus, das sollte passen. Ach so, auch hier habe ich noch nicht erwähnt. Ich muss ein bisschen mehr in die Vorproduktion gehen diesmal. Da ich mal eine Woche lang quasi nicht zu Hause sein werde. Und da ist es einmal wichtig, um den Plan einzuhalten, dass ich ein paar Folgen voraus aufnehme. Erwähne ich jetzt eigentlich nur für, falls Kommentare reinkommen, die direkt ein Handeln in-game voraussetzen, beziehungsweise wünschenswert machen, wie auch immer. Das dauert dann ein kleines Momentchen länger. Ich sag, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.